Ja, Frau Nancy Faeser möchte den Streik verbieten. Erstens ist es kein Streik. Es entstehen nur Staus durch Demonstrationen. Es ist kein Streik. Oh, und es werden Versorgungsengpässe entstehen. Ja. Aber wer ist denn daran schuld? Nicht diejenigen, die demonstrieren. Nein, Sie sind daran schuld. Sie aus der Regierung. Und damit ist jetzt Schicht im Schacht. Das schwöre ich Ihnen. Und da können Sie noch so viel verbieten und sagen, oh, wir müssen doch alle versorgen. Ja, dann steigen Sie doch mal mit Ihrem fetten Arsch selber in den LKW und drehen Schlüssel um. Ach, können Sie nicht? Nee, Sie können nämlich gar nichts in der Regierung, weil die meisten von Ihnen haben noch nie gearbeitet. So, Sie wollen den Streik oder beziehungsweise die Demonstration am 8.1. verhindern? Ganz einfach, Vertrauensfrage des Bundeskanzlers Scholz. Und das ist das Einzige, was das Ganze noch verhindern kann. In dem Sinne, guten Rutsch!